Liebe Fahrgäste, die Dresdner Verkehrsbetriebe begrüßen Sie herzlich zur Talfahrt nach Loschwitz. Sie befinden sich in der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Pflege und Erhalt dieses technischen Denkmals liegen uns besonders am Herzen. Wir hoffen, Sie sind ebenso wie wir von unserer Schwebebahn und ihrer traumhaften Lage am Elbhang begeistert. Die Bahn wurde im Mai 1901 nach nur 2 Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Nach über 100 Jahren meistert sie die 274 Meter lange Strecke mit 84 Metern Höhenunterschied immer noch mit Bravour. Mitte des 19. Jahrhunderts brachten die andauernde Monokultur und die Reblaus den jahrhundertelangen Weinbau an den Elbhängen vollständig zum Erliegen. Den Gutsbesitzern blieb nichts anderes übrig, als die Grundstücke zum Verkauf anzubieten. Bald zogen viele wohlsituierte Dresdner nach Oberloschwitz und errichteten hier ihre Villen. Mit dem Wachstum des Ortes wurde die Frage nach einer geeigneten Verkehrsanbindung laut. 1893 war die Zeit für eine Brücke gekommen. Seitdem überspannt das blaue Wunder die Elbe zwischen Loschwitz und Blasewitz. Im alten Loschwitzer Dorfkern sind heute noch historische Fachwerkhäuser zu sehen. Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die Gründerzeitbauten rund um den Körnerplatz. Die Loschwitzer Kirche, die Sie links sehen, ist etwas älter. Sie wurde zwischen 1705 und 1708 erbaut. Die Entwürfe für das Gotteshaus stammen von George Bär, dem Erbauer der Dresdner Frauenkirche. Die Loschwitzer Kirche war der erste Bau des Meisters. Noch ein Sicherheitshinweis: Die Bahn kann erst wieder starten, wenn alle Tore geschlossen sind. Der Aufenthalt auf dem Bahnsteig während der Fahrt ist nicht gestattet. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag.